Hallo, ich begrüße euch zum zweiten Teil der Past to Finn. Marcel ist natürlich auch wieder dabei. Wir versuchen jetzt. Ja. Genau, Servus. Das Rätsel zu lösen. Wie viele Zähne hast du nochmal? Zähne habe ich 10 oben und 10. Ja, 10. Okay, 10 oben, 10 unten. Weil bei mir blinkt unten beim Unterrei der 9. Ja. Jetzt wackelt der oben. Hey, was, wie? Ja, der oben wackelt jetzt. Welcher? Ach so, du musst wahrscheinlich du drauf drücken, der zweite oben. Also ja, der vierte oben. Der vierte? Ja, jetzt wackelt der dritte ohne. Der sechste unten. 4, 5, 6. Ja. Und jetzt? Der siebte oben. Der neunte oben. Ja. Der fünfte ohne. Der sechste. Ja. Ah, ich hab den Zahn. Was? Ja. Bist du fertig oder brauchst du noch einer? Okay, ich hab den Zahn. Also bei mir wackelt jetzt noch der zweite ohne, falls du noch brauchst. Was, hä? Hallo? Ja, ich habe noch gebraucht. Passt, ich bin jetzt fertig. Ah, okay. Gut. Ich soll jetzt eigentlich immer Knochen halten, aber... Okay. Okay, ich habe jetzt eigentlich, brauche ich einen Zahn, Ohr und Blut von der Leiche. Hast du eine Knochen erhalten? Nee, einen Zahn. Ja. Normal willst du irgendwann Knochen halten und das steht bei mir. Ja gut, wenn das der Knoche ist, der Zahn, ja, dann hab ich den. Okay. Aber, Was ich weiß auch, wo ich denn neiliches soll. Hier ich ja, einen Moment. Jetzt gehe ich zum Fleisch. Zahn war, glaube ich, wo waren jetzt die Zahn? Moment. Ohne. Okay. Ja, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Sollst alle Kerzen entzünden und das Tagebuch platzieren? Ja, das Tagebuch habe ich schon gemacht. Okay. Okay, und was soll ich aus dem Tagebuch raus? Du hast ja diese vier Blöcke da, diese vier Kästen. Ja? Rechts unten. Rechts ohne? Ja. Ich kann die nicht aktivieren. Mit was soll ich die aktivieren? Mit dem Bleistift vielleicht? Warte. Ah ja! Rechts ohne, das erste. Mhm. Und dann? Links oben. Links oben, als das erste. Ja. Ja. Rechts oben. Ja. Und noch links oben. Links unten, meine ich. Links unten. Ja. Was? Ja, habe ich. Ups. Rechts oben. Moment. Ah, das fehlt noch. Rechts oben? Ja. Ja? Warte. Rechts unten. Ja. Rechts unten nochmal. Hä?
Ja, rechts unten nochmal. Irgendwas stimmt nicht. Machen wir nochmal von vorne. Rechts unten. Vorne ist rechts unten, genau, das erste. Und das zweite ist der erste Würfel. Klick doch einfach rechts unten, hä? Hä? Ich will, da stimmt was nicht, Marcel, in der Anordnung. Warum? Weiß ich nicht. Warte mal, ich gehe mal zurück, ob was passiert ist. Nö. Da stimmt was nicht. Hä, du kannst ja die. Du sollst sie immer einzeln auswählen. Sag mal nochmal der erste. Rechts unten. Sag einfach 1, 2, 3, 4. 4. Ja. 1. Weiter. 1. Ja. 2. Ja. 3. Ja. 2. Ja. 4. Ja. Ja. Und dann hätte ich keiner mehr. Dann ist wieder eins. Ja, ich hätte dann keiner mehr. Wie aktivierst du die denn? Die sind Seiten, das sind Buchseiten. Und auf jeder Buchseite sind 4 Würfel. Hast du Flash erhalten eigentlich? Nee, das würde ich gerne erhalten, geht aber nicht. Das stimmt was nicht. Sind da irgendwelche Symbole auf den Buchseiten? Nee. Ja, ich kann mir doch nicht mehr sagen. Was ist das? Ist da irgendwas im Tagebuch noch was? Moment. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Irgendwie stimmt da was nicht. Seltsam. Fangt gut an. Was? Ist im Tagebuch noch was? Nee, da steht die ganze Geschichte. Ja. Als Kind fing ich einen Schmetterling. Erste Seite. Er gehörte mir, aber meine Schwester stahl ihn. Und da habe ich den Würfel 3. Wie Würfel 3? So. Ja, auf dieser Seite. Also, du stellst ein Buch vor. Hä? 4. Ja? Würfel 4. Wo das Mädchen mit dem Stahl ist, 4. Ja, ist 4, genau. So, und dann geht's weiter mit Ida, sie hat mein Herz gebrochen, das ist 1. Ja? Ja? Mhm. Okay. Die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben. Ist die Nummer 2. Ja. Ich habe das Würfelgerät entwickelt, um eine Verbindung zur Zukunft herzustellen. Ja. Nummer 3. 4. 4. Ja. Kann aber 4 nicht auswählen. Warum nicht? Ah, doch, warte mal, warte mal. Jetzt. So. Wenn ich ein Schachspiel verliere, endet mein erstes Leben. Ist die 2. 1. 1? Ja. Okay. Meine schwarze Seele wird noch in der Zukunft bestehen und 2. Auf die Wiederbelebung warten. 2. 3, genau. 2? 2? Ja. Okay, das war's. Mehr habe ich nämlich nicht. Was hast du? Es tut sich aber nichts. Es geht nicht auf. Hast du alle Kerzen hingestellt? Ja. Wie hast du dir das angeordnet? Im Tagebuch? Fangen wir mit dem Kind, mit der Rose an. Welcher Block? Und was redest du gerade? Von den Bildern, von den Kästchen. Und deine 4 Würfel? Ja. 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 Mit was will ich anfangen? Mit der Rose, mit dem kleinen Kind. Mit dem Schmetterling? Ja. Ist die 4? Ja.
Weiter. Ida, sie hat mein Herz gebrochen, die 1. Du mal die 2. Die 2? Ja. Was ist die nächste? Die Geburt meiner Tochter Rose war mein größter Erfolg im Leben. Das ist 3. Die 3? Ja. Ah, Ewe klappt's. Ewe hat das Buch zugemacht. Und was hast du bekommen? Ah, ich habe ein Messer, jawohl, ich darf ein Ohr abschneiden. Schön. Okay, ich gehe dann jetzt nur schnell ein Ohr abschneiden, ne? Mach ruhig. Alter, das ist so creepy. Schneide. Hallo Albert, ich bräuchte mal ein Ohr. Ups, ich hab's. Was, Rutscher? Boah, du öffnest einen zeichklauschen Zahn, schneidest ein Ohr ab. Wie ich jetzt allerdings Blut von Enre Leicht krieche, soll ich mir rätseln. Aber okay, mir gar. So, das Ohr ist in der Schachtel. Jetzt habe ich noch ein Rätsel mit Emma Kristall. Fürs Blut. Ja, warte kurz. Du hattest doch vor diesen Code mit den Zahlen und so. Mit Zahlen, Buchstaben, genau. Sag mir den mal bitte. 3. Ja. X, Z, Y. Ja. 2, 1. Danke. Ja. Ein Hinweis liegt hinter dem Baum. Hinter dem Baum? Steht bei mir. Okay, das ist wahrscheinlich das Bild. Warte. Ah ja. X, 2, Y. Und was? X, 2, Y, ja. 1, 3, 2. 1, 3. Aber was? 2. Was nochmal? Ja. X. Ja. 2. Nochmal. X, 2. Y. Ja. Y. Ja. 1. Ja. 3. Ja. 2. Das geht nicht, wenn ich 2x2 zwei habe, kann ich nicht. Ah, das könnte auch ein Z sein. Probier mal das letzte Z. Du hast ein Z. Nochmal. Sorry. X, 2, Y, 1, 3, Z. Ist das Z hier? Ist das von den Zahlen hier, oder? Wie? Das Z ist ein Buchstabe. Ja, ist es am Ende oder ist es am Anfang gleich? Am Ende. Okay. Ach nein, ist es nicht. Doch. Bei mir schon. Wie? X. Wie nochmal X? X? Ja. 2. Ja. Y? Ja. 1. 3. Ja. Z. Ja, und jetzt runter. Ein Hinweis liegt im Eigenabbild. Wo? Im Eigenabbild. Im eigenen Abbild? Ja. Porträt wahrscheinlich oder so. Was? Und ja, ich hab das Porträt, aber du kriegst. Warte mal, du gibst. Im Porträt ist nix. Warte mal, du gibst noch einmal ein Bild. Geht mich jetzt zwar wundere. Ja, du ist ja der Boah, komm schon, das ist doch zu creepy. YX? Ja. 3? Ja. 1? Ja. Z? Ja. 2. Okay. Okay. Ich hab so einen Raum, okay? Ja.
da ist der Sarg und rechts daneben ist sowieso eine Kiste, so eine kleine, was das ist. Ja. Geh da mal hin. Ja. Mhm. Hm, schau mal, darf ich. Steht's mit der Fall. Ah ja. Ah, ich hab einen Löffel. XZ. XZ, ja. Y. Ja. 3. Ja. 1, 2. Da steht die heiße super essen, ein Grab erhalten. Das heißt, ich muss die heiße Suppe holen. Die lautet ja. Ja, aber die steht, ich kann die Schüssel nicht aufnehmen. Hey, weil ich muss den Löffel kombinieren. Der Edelstein. War eine gute Idee, Marcel, vielen Dank. Moment, jetzt setze ich den Edelstein, Motor ein. Ah, jetzt habe ich ein Wattestäbchen. Mhm. Okay, jetzt gehen wir den mal ein bisschen in die Nase bohren. Warte. Boah, eine Leichnam in die Nase bohren. Wie verrückt ist denn das? Flasche. Na, guck mal her. Nee, das sind die Zähne. Ich will die Nase. Ja. Es wird gerade eklig. Also. Ja. Okay, ich hab das Blut. Moment. Moment. Ich muss das Blut noch in die Schachtel packen. Was ist denn jetzt mit meiner Maus? Boah. Nee. Hast du's? Ja, jetzt kriege ich eine Leinwand oder irgendwas. Meine geliebte Tochter Rose. Wenn du diesen Brief liest, hast du das Gerät, das ich entwickelt habe, bereits aktiviert. Bei korrekter Anwendung hilft es der Person im Jahr 1984. Dankeschön. Deine Aufgabe ist es, Knochen, Fleisch und Blut in die Zukunft zu schicken, um den Wiederbelebungsprozess zu starten. Okay. In Liebe, dein Vater Albert. Also, du befindest dich im Jahr 1984 und ich im Jahr 1926. Mhm. Und ich soll dir jetzt Knochen, Fleisch und Blut schicken. Yay, jetzt können wir Schach spielen wahrscheinlich. Schach? Ja, ich glaube, ja. Was soll ich mit Schach spielen? Bei mir steht 1945. 1945? Steht bei mir. Ja. Na gut, das ist mit dem Krieg, aber ich habe jetzt nichts von 1945. Okay. Aber ich habe keine Schachfigur. Mal. Ich muss gerade was aufschreiben. Mach mal kurz. So. Ja, hab's, ja. Ja, also was soll ich jetzt machen? Nein, ich glaube, du hast du irgendwas? Egal, irgendeine Sache. Nee. Streichhölzer und einen Bleistift. Okay. Ich glaube, du bist dran. Du musst irgendwie spielen. Was muss ich spielen? Ich glaube, du. Zeit eingeben. Eine Zeit? Ich habe nur eine Uhr. Sag mal, wo die Zeit? 1945. Ach so, das ist Uhrzeit. Ich dachte, Jahreszahl. Ich habe keine Ahnung gewesen. So.
Ja. Ah, 1945, ups. Ah, ja, du warst. Oh, gut, gut, was passiert denn jetzt? Wort. Disco. Mir ist auch keine Party. Oh. Ja. Hey, du Beep, du Butter, das ist ein Beat. Bei mir war es gerade auch so, ja. Was, Beat ist denn jetzt das Auto fallen, die war's, Runa. Okay. Ja, moin. Ich hab noch einen Schlüssel. Okay. Sehr gut. Ich glaube, ich habe Schachfigur in der letzten Schublade. Okay. Probier mal. Ja. Zu. Hallo? Ja! Nice! Jetzt gehen wir Schach spielen. Wo waren das wieder? Passt, passt. Da. Okay. Schwarze oder weiße Schachfigur? Ich bin da, also du musst anfangen. Was? Wie machen wir es jetzt? Also, der hat den weißen auf F3. Ja. Okay. Nächster. Ja, ich krieg kein Nächste. Ich muss wahrscheinlich meine setzen, damit ich dir deine sagen kann. Was ist passiert, wie du auf F3 gesetzt hast? Grünes Licht, der ist dorthin gegangen. Ja, und wo ist das grüne Licht? Mal rechts oben. Bei mir. Ja, der Punkt. Ja. Auf A6 oder wie? Du musst auf A5. A5. Ja, dann musst du auf A3. Mhm. Ja, 2D. Ja, nicht. 2D. Ja. Mhm. C1. Ja. 2B. B2, ja. Wo muss ich hin? C6. B6? F6. F6? Ja. Nee, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Yeah. Also, F3? Na, ja, hab ich ja. A5. A3? 2D. D, Dora, ne? Ja. Nee. Noch einmal auf F3. Hä, wie? Geh noch mal auf F3. Und ich noch mal auf A5. Mhm. So. Jetzt gehst du auf A3. Ja. Ja? Und Dora 2. Dora. Ja. 2. Okay, C1. B1. Ja. B2. Ja? Bertha. B2, ja. C6. Du musst wie Fisch 6, F wie Fisch 6. F6, ja? Mhm. Und du auf A6. Ah, ich hab ne Münze. Wie bitte? A6? Ja. Ja. Müsste fertig sein, ich hab ne Münze. Ich hab ne Diste bekommen. Und okay. Kette. Okay. Du musst die Münze auf die Augen der Toten legen. Das Toten legen. Ich hab nur eine? Ja.
Leg die Münze hin. Okay. Probier's einfach mal. Hab ich. Ja. Ich krieg Sachen in Miruna. Was denn? Okay. Und so viel. Also ich hab's auf MLA. Ja. Wenn das passiert. Warte mal, ob du bei der Voodoo-Bub sich was verändert hat. Ich brauch die 6 Schalter wieder. Nee. Was für 6 Schalter? Die hoch, runter, die Pfeile. Was? Wo soll ich die jetzt hernehmen? Du hast mir vorher gesagt, dass die Pfeile hoch runter. Ja, wo waren? Oh. Ups. Ja. Runter, runter, hoch. Wie bitte? Runter, runter, hoch. Ja. Hoch, runter, hoch. Ich tippe mal, es wird jetzt ein anderer Code sein. Also. Ja, vermutlich, weil den haben wir schon mal gehabt. Ja. Da ich nur eine Münze habe, ist es jetzt schwierig, denn beide Münze. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich auch nicht. Vor dem Code. Es ist nichts passiert, wie ich ihm die Münze draufgelegt habe. Ich brauche wahrscheinlich irgendwo Zweddy. Ja, kann es sein, aber ich brauche den Code. Ja, wenn ich aber die Zweddmünze nicht habe, kriegst du keinen Code. Verstehe ich das richtig? Kann sein, weiß ich nicht. Wo nehme ich denn die jetzt her? Muss suchen. Habt ihr so einen Schieberegler vielleicht? Ich hab's! Ich hab's! Und was? Die Münze! Moment! Hast du einen Schieberegler vielleicht irgendwo gefunden? Moment, ich muss die. Marcel, warte! Ganz kurz! Ja! Ich hab jetzt die schwarze Seele. Mhm. Da steigt gerade aus dem Sarg auf. Aha. Ich geh mal noch. Ih, der hängt am Oberrohr. Was macht denn der? Und jetzt ist mal vorher blau. Ah ja, okay, die Skala. Erste Reihe, fünf, also das letzte? Ja. Mitte 2. Ja. Und unten 4. Ja. Das ist so verrückt. Ja. Ich brauche nur die Schalter. Bitte? Bitte. Was für ein Schalter? Die Beine. Marcel, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Die Pfeile, was du mir vorgegeben hast, brauche ich jetzt nochmal. Ich gebe mal andere. Die Pfeile, die ich da vorhin gegeben habe. Ja, sowas, aber nur neu. Ja, wo soll ich denn die hernehmen? Weiß ich nicht. Irgendwie bist du jetzt aufgrund dessen ein Hinweis für mich, Katan. Dass ich dir die Kombination gesagt habe. Ich weiß gar nicht, wo ich. Ah, doch! Ah, der Typ ist so verrückt. Ach, ne. Okay. Hoch, hoch, runter. Hoch, hoch, runter, ja. Hoch, hoch, runter. Komm mal, so herab. Ja. Das ist was, das ist unglaublich. Ja? Mir fehlt noch eine Sicherung, also. Eine Sicherung? Ja. Es ist fast soweit, warte mal. Und jetzt mal. Wo ist denn die Tee?
Jetzt sitzt am Sarg. Also ich habe da ein Auge. Aha. Mit Symbole, Pfeile runter, Kreuz. Also wieder dieses Drehding, ne? Ja. So. Ganz links, Pfeil nach unten. Mitte links. Pfeil nach unten. Ganz oder ein Pfeil. Ja, ganz links, ja. Ganz links. Rechts. Also rechts Mitte, Kreuz. Ja. Und unten Mitte ist dieser Kreis mit Strich. Ja? Ja. Auf. Okay. Der Schattengestalt gerade so gerade zu mir. Ich habe die Emma gesehen. Dreimal habe ich die Schattengestalt ein bisschen ganz gern wollen. Aber ja. Ja, das Jumpscare habe ich auch. Jetzt sitzt da schon wieder auf dem Ofenrohr. Du musst mir helfen, sagt er mal. Okay. Du musst 21 Uhr 10 einstellen. Was muss ich? 21 Uhr 10 Uhrzeit. 21 Uhr 10. Ja. Okay. Hast du? Ja. Jetzt blitzt. Ja. Hast du einen goldenen Würfel? Jetzt schlacht gerade Blitzei. Ja? Jetzt blitzt es überall, ich weiß gar nicht, wie es ist. Ich muss den goldenen Würfel im Würfelgerät platzieren. Ah! Sag uns was. Wir müssen diese Energie aus dem Jahr verwenden. Hast du den Würfelgerät platziert? Ich habe keinen Würfel zum Platzieren. Oh, super. Ich brauche Energie. Sollst du aber eigentlich einen goldenen Würfel haben? Ja. Ein Würfel hast du? Du. Ja, wenn ich mal sag, du. Ich weiß ja auch nicht. Hast du 21 Uhr 10 gestellt? Ja, es blitzt überall bei mir. Das hat auch funktioniert, nur muss ich jetzt den Würfel irgendwo suchen. Mhm. Nur kurz, ganz kurz, Suche. Ich hab keinen Würfel. Na, okay. Es blitzt nur überall bei mir. Ah, warte mal, das ist ein Schmetterling. Der ist jetzt gerade fortgeflogen, vielleicht. Was aber eigentlich keinen Sinn macht. Mhm. Ich kann jetzt nur alles durchsuchen. Genau, Maria. Hast du irgendwann einen Pfeil nach oben? Ich habe dieses Auge, das mich ständig anguckt. Ein Pfeil nach oben, nö. Ja. Ich geh mal den Zeichen nochmal angucken. Nee, den kann ich nämlich angucken. Warte mal. Einen goldenen Würfel. Ach, ich hätte nur draufklicken müssen. Oh Mann, ich krieg gerade einen Würfel. Ich hab ihn. Auch mal. Fünf.
Leg den Würfel in das Gerät. Ja. Und starte den Wiederbelebungsprozess. Mhm. Okay. Ich mach. Ah ja. Ja, du hast der Pfeil noch oben. Wir müssen 10 Sekunden gedrückt halten und wir müssen gleichzeitig drücken. Was soll ich 10 Sekunden gedrückt halten? Wir müssen auch gleichzeitig drücken. Ja, ich drück. Wir müssen gleichzeitig. Okay. Drei. Sag mal Zeit. Danke. Drei, zwei, eins. Was passiert denn hier gerade? Kommst du gerade zu mir? Ich weiß es nicht. Die Zukunft, Kapitel 2. Aber ich würde sagen... Die Vergangenheit, Kapitel 2. Okay. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Würde ich auch sagen. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zusehen. Ich finde das Spiel spannend. Gerade zu Zwecks zu lösen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.